Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video rund um GTA Online, denn heute habe ich einen Car-to-Car-Merch für euch. Wie geil ist das denn? Und weil dieser Glitch so geil ist, Leute, würde ich ja schon mal zu einem fetten Like fürs Video dazu lassen. Und außerdem, Leute, für die, die ich noch gar nicht kenne, abonniert mich, sonst passen die krassesten Glitches in GTA Online. Aber gut, Leute, ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt an. Was für eine Art Car-to-Car-Merch ist das denn? Naja, genauer gesagt, Leute, es ist ein Car-to-Service-Car-Merch. Also im Merch so gesehen das Service-Car, was in eurer Autowerkstatt hat, was ihr eigentlich den Kunden bringen solltet. Aber Leute, keine Sorge, dieses Service-Car kriegt ihr dann später in eure Garage abgespeichert. Es ist tatsächlich ein richtiges Fahrzeug für euch. Das kann von Supersportwagen bis Klassiker gehen, diese Servicewagen. Also Leute, eine ganz, ganz bunte Mischung dabei. Also gut, Leute, was braucht ihr denn für diesen Glitch eigentlich? Naja, für diesen Glitch braucht ihr natürlich eine Autowerkstatt schon eingerichtet. Und Leute, in dieser Autowerkstatt braucht ihr ein Fahrzeug, was ihr für diesen Glitch verlieren könnt. Und außerdem, Leute, braucht ihr hier auch das Fahrzeug, was die ganzen gemerchten Tooling-Teile schon hat. Also so gesehen ein gemoddetes Fahrzeug, was später das andere Fahrzeug dann bekommt. Und keine Sorge, Leute, dieses Fahrzeug verliert ihr nicht. Außerdem, Leute, braucht ihr in der Autowerkstatt natürlich ein Service-Fahrzeug. Ist ja klar. Außerdem, Leute, braucht ihr für diesen Glitch einen Bunker. Und ihr braucht für diesen Glitch auch noch einen CEO-Tower. Aber hier wird's knifflig, Leute, denn ihr braucht hier einen ganz bestimmten CEO-Tower, nämlich Maze Bank West. Leute, ich weiß nicht genau warum, aber ich habe mir diesen Glitch auch beim normalen Maze Bank Tower ausprobiert und es hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Deswegen, Leute, wenn ihr habt, macht das bei Maze Bank West. Außerdem, Leute, braucht ihr in einer Firmengarage mindestens ein random Fahrzeug, was ihr auch nicht verliert für diesen Glitch. Also keine Sorge. Und Leute, ihr braucht hier auch noch einen Nachtclub inklusive B2 bis B4 Garage. Und in der B2 Garage und in der B4 Garage müssen auch Fahrzeuge drin stehen. Ganz wichtig. Und zu guter Letzt, Leute, braucht auch noch einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Habt ihr das Ganze? Sehr gut! Das bedeutet, wir können mit dem Glitch anfangen. Als erstes, Leute, seid ihr mit euren Freunden einer Einladungssitzung. Denn der Glitch sollte in einer Einladungssitzung stattfinden. Gut, seid ihr beide in dieser Sitzung drinne, fahrt jetzt zum euren Nachtclub. Seid ihr jetzt bei eurem Nachtclub angekommen, Leute, holt jetzt aus der B2-Garage irgendein Fahrzeug raus. Ganz wichtig, Leute, dieses Fahrzeug sollte versichert sein, da wir es gleich zerstören werden. Gut, in meinem Fall habe ich jetzt hier so ein Yosemite rausgeholt, Leute, und ich schmeiße einfach eine Haftbombe dran und lasse es explodieren. Habt das Fahrzeug in die Luft gejagt, geht es wieder zurück in die B2-Garage rein. Und jetzt geht ihr zu diesem blauen Kreis von der B2-Garage. Seid ihr jetzt in diesem blauen Kreis drinnen von der B2-Garage? Leute, müsst ihr jetzt ein Fahrzeug nehmen, was neben dem Fahrzeug ist, was ihr gerade rausgeholt habt. Also so gesehen neben man Yosemite, der ja gerade zerstört wurde. Und ihr wählt dieses Fahrzeug jetzt aus. Und jetzt könnt ihr die Option Viereck drücken. Durch das Viereck könnt ihr jetzt garagenübergreifend Fahrzeuge wechseln. Und das macht ihr jetzt auch. Nämlich wählt ihr jetzt die B4-Garage aus. Und ganz wichtig, Leute, ihr tauscht den Platz mit dem letzten Platz in der B4-Garage. Also so gesehen den 10. Stellplatz in der B4-Garage. Und wenn ihr das gemacht habt, Leute, seid ihr auf einmal gefreezed. Und das, Leute, ist absolut korrekt. Denn um aus diesem gefreezten Modus wieder rauszukommen, müsst ihr jetzt die Optionstaste drücken, geht auf Online, geht auf diesen Kernel Starter Pack, geht dann jetzt, Leute, auf Fahrzeuge und wählt euch hier zum Beispiel Fahrzeug aus. Es ist völlig egal, welches Fahrzeug ihr auswählt. Und geht es hier ganz wichtig auf die Webseite besuchen, dass ihr auf Legendary Motorsport oder auf South San Andreas kommt. Aber wenn ihr da das Auto seht, Leute, dann drückt einfach Dreieck, zack, bum, bam, ihr seid entfreezed. Und jetzt, Leute, geht ihr zu Fuß aus der Garage raus. So, Leute, seid ihr draußen angekommen, Leute, müssen wir jetzt zum Bunker. Ihr könnt das jetzt mit einem Job-Teleport machen oder wie ich, Leute, ihr registriert euch als CEO und bestellt einen Buzzer-Helikopter. Gut, seid jetzt bei eurem Bunker angekommen, Leute, müsst ihr jetzt einfach nur reingehen und wieder rausgehen. Mehr ist das gar nicht, denn dadurch bekommt ihr die Minimap wieder. Gut, habt ihr es gemacht, Leute, müsst ihr jetzt nächstes zu eurem Maze Bank West Tower. Seid ihr bei eurem Maze Bank West Tower angekommen, geht hier einfach mal ins Büro rein. Und Leute, dass ihr jetzt als erstes ins Büro reingeht, macht euch gleich den Part ein bisschen leichter. Also so sagt man sich das. Gut, seid ihr in eurem Büro drin, geht ihr jetzt in die Firmengarage. So, der nächste Teil ist sehr tricky und wird bei euch wahrscheinlich sehr, sehr lange dauern, bis es mal funktioniert hat. Aber Leute, der Teil geht aber wirklich. Also Leute, gebt nicht direkt auf. Gut, was müsst ihr jetzt machen? Ihr steigt jetzt in eurem Fahrzeug ein. Wenn ihr im Fahrzeug drin sitzt, müsst ihr jetzt gleich die R2-Taste drücken.
und kurze Zeit später, wirklich nur eine Millisekunde später, die rechte Pfeiltaste spammen, um in die Tuning-Garage zu gelangen. Was sollte passieren, Leute? Naja, ihr solltet draußen spawnen, aber unsichtbar, ohne Auto und ihr seid gefreezed etc. etc. Gut, das machen wir jetzt einfach mal. Das bedeutet, ich drücke kurz die R2-Taste und spamme sofort rechte Pfeiltaste, rechte Pfeiltaste, rechte Pfeiltaste. Und ich spawne leider mit Auto draußen. Nicht schlimm, Leute, legt einen Rückwärtsgang ein und fahrt wieder zurück in die Garage. Seid ihr wieder angekommen, macht das Ganze nochmal, bis das funktioniert hat bei euch. Denn so sieht das jetzt richtig aus. Ich fahre jetzt raus, spam die rechte Pfeiltaste, zack, bum, bam, ich bin unsichtbar, gefreezed und kann nichts machen. Um aus diesem gefreezeden Modus wieder rauszukommen, Leute, muss jetzt euer Freund in eine Aktivität reingehen oder geht kurz in ein Jobmenü von Job von Titan zum Beispiel. Egal, Hauptsache ist irgendwie so eine Art Job drinne. Denn ihr tritt jetzt eurem Freund übers Profil bei. Da das Ganze hier aber eine Einladungssitzung ist, werdet ihr beim Beitreten ein paar Fehlermeldungen bekommen, die ihr alle mit X bestätigt. Und dadurch werdet ihr wieder zurück in die Sitzung geschmissen. So, in meinem Fall bin ich jetzt wieder gespawnt, aber Leute, ich bin leider in meinen Macebank Tower gefangen. Nicht schlimm, denn als nächstes drückt ihr die Optionstaste, geht auf Online, geht auf Jobs, Job spielen, von Rockstar erstellt, Missionen und wählt Job für einen Titan aus. Ihr müsst auch hier nur ins Jobmenü rein und danach könnt ihr euch direkt wieder verlassen. Seid ihr wieder draußen gespawnt und seid frei, fahrt jetzt zu eurer Autowerkstatt, denn jetzt, Leute, kommen wir zum Merch-Part. Gut, seid jetzt in eurer Autowerkstatt drinne, müsst ihr als erstes ins Fahrzeug einsteigen, was die ganzen Tuning-Teile hat, also was schon gemoddet ist, so gesehen. Gut, in meinem Fall habe ich jetzt einfach dieses Fahrzeug hier genommen. Seid ihr damit in der Tuning-Garage drinne, müsst jetzt irgendwas umändern, Leute. Irgendwas Kleines, zum Beispiel hier die Bremsen, ihr könnt es auch wieder zurück machen, Hauptsache ihr habt irgendwas mal geändert. Habt ihr das gemacht, fahrt jetzt aber wieder zurück in die Garage. Als nächstes, Leute, müsst ihr jetzt zum Service-Car hinlaufen, was ihr gerne gemerged haben möchtet. Und zwar müsst ihr so dran stehen, dass oben links die Meldung erscheint, rechte Pfeiltaste, um zu tunen oder sonst irgendwas. Habt ihr das, drückt jetzt die Optionstaste, geht wieder auf Online, Jobs, Job spielen, For Rocks erstellt, Missionen und wählt einen Job für einen Titan aus. Seid ihr jetzt in diesem Job drinne, Leute, drückt ihr jetzt die R1-Taste. Dadurch lädt sich jetzt euer Social Club mit den ganzen Rekorden, was ich alles. Gut, habt ihr das offen, Leute, drückt ihr jetzt einmal bzw. zwei- oder dreimal rechte Pfeiltaste und ihr werdet in euren Ohr hören, von Spielsound her, dass ihr ein Klicken gehört, nämlich das Klicken vom Servicefahrzeug. Gut, habt ihr das gehört, drückt der Kreis und verlasst den Job. Und Leute, wenn ihr gespawnt seid, ganz wichtig, ihr müsst jetzt ins Servicefahrzeug einsteigen können. Wenn das bei euch nicht klappt, Glitch leider nicht geschafft, nochmal von vorne machen. Gut, in meinem Fall konnte ich jetzt ins Service-Auto einsteigen. Wenn ihr einsteigen konntet, steigt jetzt einfach wieder aus. Denn als nächstes steigt ihr ins Fahrzeug ein, was ihr für diesen Glitch verlieren könnt. Also in meinem Fall der kostenlose LG zum Beispiel. Gut, sitzt jetzt in so einem Fahrzeug drinne, drückt jetzt auch hier wieder die rechte Pfeiltaste, um zur Tuning-Garage zu kommen. Seid jetzt mit dem Fahrzeug, in meinem Beispiel der LG, im Tuning-Menü, Leute, geht's einfach wieder raus zur Garage. Aber sobald ihr diesen Screen seht, dass ihr wieder zurückfahrt, müsst ihr die rechte Pfeiltaste spammen, was das Zeug hält. Denn euer Ziel ist es, Leute, gefreezed zu sein in der Garage. Habt ihr das, Leute? Ganz easy, um euch wieder zu entfreezen. Ihr drückt einfach die Optionstaste und nochmal die Optionstaste. So sich die Karte kurz öffnet und wieder schließt. Und dadurch seid ihr wieder entfreezed. Aber ihr werdet schon merken, Leute, dass ihr so krass Slow-Mo seid. Und das ist normal. Denn als nächstes müsst ihr wieder zum Servicefahrzeug hingehen, was ihr gerne haben möchtet als gemerchtes Fahrzeug. Und steigt wieder ein. Denn wenn ihr jetzt im Servicefahrzeug drinne sitzt, könnt ihr jetzt nämlich die rechte Pfeiltaste drücken, auch wenn ihr diese Meldung nicht seht. Und Leute, sobald ihr im Tuning-Menü drinne seid, ändert irgendwas. Es ist völlig egal, was ihr ändert. Zum Beispiel hier die Bremsen wieder. Hauptsache, ihr habt irgendwas mal geändert. Und geht wieder raus zur Garage. Und zack, boom, bam. Das Fahrzeug habt ihr jetzt. Und euer LG ist jetzt gelöscht. Denn auf dem Stellplatz, bevor euer LG stand, ist jetzt das gemerchte Fahrzeug. Wie geil ist das denn? Aber Leute, hier ist natürlich für diesen Glitch zu betonen, dass das Fahrzeug jetzt gespeichert ist, was in eurer Garage steht, aber euer Servicefahrzeug bleibt nicht gespeichert mit den gemerchten Sachen. Leider. Aber egal, Leute, ihr habt jetzt hier ein Car-to-Car-Merch gehabt. Ist zwar ein bisschen mit Umwegen und ihr müsst natürlich die Servicefahrzeuge haben, die ihr merchen möchtet und, ne, ihr wisst, was ich meine. Aber trotzdem ist das ein richtig, richtig geiler Glitch. Und Leute, ich würde euch empfehlen, diesen Glitch auszunutzen, denn solche Glitches gibt es leider nicht häufig.
Aber gut, Leute, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Probleme, dann schreibt es in die Kommentare. Aber ansonsten würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und für die Leute, die sich doch immer noch nicht abonniert haben, warum denn nicht? Ihr seht auch, dass dieser Glitch funktioniert. Aber gut, Leute, ich bin raus. Euer Wombat. Ciao.